bleibt beim Versuch und beim 1:0 für St. Pölten. Ein Spiel auf mäßigem Niveau, das auch unter dem nasskalten, nebligen Wetter leidet. Viele Eigenfehler beider Mannschaften. Hier bringt die Abwehr der Niederösterreicher den Ball nicht weg. Stankovic, Guki. Und hier muss sich St. Pöltens Tormann Pahl anstrengen. Ja, und es bleibt beim 1:0 Pausenstand für St. Pölten in einem Spiel, für das sich die Zuschauer nicht so recht erwärmen können. Nach Seitenwechsel Freistoß für St. Pölten. Ja, und Schinkels verfehlt hier nur knapp das Tor. Eine gute Chance für Frankie Schinkels, der auch Trainer Hubert Baumgartner nachtrauert. Dann Eckball für Donawitz. Peintinger. Auffinger, und das ist der Ausgleich zum 1:1 in der 53. Minute. In der Zeitlupe die Flanke von Christian Peintinger, und Auffinger ist mit dem Kopf da. Die Fans der Niederösterreicher suchen Trost bei heißem Tee. St. Pölten drängt noch auf den Siegestreffer, aber hier kommt Schinkels zu spät und es bleibt beim 1:1. Wir haben ohne 4 Stammspieler gespielt. Und so muss ich zufrieden sein mit diesem Punkt. Und ich glaube, dieser Punkt ist Gold wert heute hier, 1:1. Weil weitere Spiele, was wir noch haben, sind sehr schwer. Und wir werden müssen bei...